Es drohen rhetorische Probleme beim Regierungschef. Die Neujahrsansprache muss er 2023 zum Jahreswechsel selbst halten. Das Team erfahrener Redenverfasser hat sich krank gemeldet, und zwar das gesamte Team. Natürlich passt dies zum allgemeinen Trend. 2023 gab es so viele Krankmeldungen wie noch nie und den höchsten Krankenstand. Aber, nach internen Informationen der Zeitschrift Spiegel gingen alle Krankmeldungen kurz nach der Auftragsvergabe ein. Doch die Rede kann nicht ausfallen, sie ist Tradition und wird von fast allen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern übertragen. Für Rhetoriker ist dies eher eine Routineaufgabe, Kanzler Scholz hat sich jedoch bisher nicht als großer Redner hervorgetan. Die letzte gesunde Mitarbeiterin habe jedoch den Arbeitsplatz verlassen, weil der Kanzler auch einen optimistisch heiteren Ausblick auf die Zukunft der Ampelkoalition wollte. Außer Scholz kann sich niemand vorstellen, wie man das umsetzen soll. Daher meldete sich auch die letzte Mitarbeiterin krank, nachdem sie alles notiert hatte, was ihr dazu eingefallen war, ein leeres Blatt Papier. Und nun die Auflösung, es handelte sich um einen Satireartikel der Zeitschrift Der Spiegel. Doch sind wir einmal ehrlich, glauben wir daran, dass die Ampelkoalition 2024 noch Optimismus verbreiten kann? Was denkst du?